بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Ich bezeuge, es gibt niemanden, der mit Recht angebetet wird, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Ich heiße meine Geschwister herzlich willkommen zu diesem kurzen Vortrag, bi'idhnillah azza wa jal, wo wir inshallah ta'ala weitermachen mit dem Buch Riyadu al-Salihin, die Garten der Tugend, oder die Gärten der Tugendhaften. Und wir sind heute inshallah bei dem Thema, Bab al-Mujahada. Das Kapitel der Anstrengung. Ja, Al-Mujahada wird übersetzt mit Anstrengung oder zum Beispiel sich abmühen auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Nicht unbedingt ist damit der Dschihad gemeint oder nur der Dschihad gemeint, sondern es ist allgemein das Abmühen, das sich anstrengen, um gute Taten zu machen. Und dann hat der Autor des Buches Riyadu al-Salihin hier als erstes wie immer ein paar Verse gemacht vom Koran, wo er sagte, als Beweis brachte, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, قَالَ تَعَالَى وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ Also als erstes brachte er den Vers, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und diejenigen, die sich auf unserem Wege abmühen, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا Diejenigen, die sich für uns abmühen, diejenigen, die sich für uns anstrengen, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Wahrlich, wir werden sie festigen, wir werden sie auf dem geraden Weg, ja, sie auf dem Weg der Rechtleitung festigen und sie standhaft machen. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Auf unserem Weg festigen und wahrlich, Allah ist mit denen, die Gutes tun. Dann brachte er einen anderen Vers, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ und bete deinen Schöpfer an, bis der Yaqin, bis der Tod zu dir kommt. Und er brachte als anderen Vers auch als Beweis, وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا أي انقطر إِلَيْهِ ja? In diesem Vers sagt Allah, وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ ja? Gedenke deinem Herrn mit den Namen deines Herrn, gedenke ihm, وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا أي وَإِنْقَطَعْ إِلَيْهِ ja, und dass du deinem Schöpfer dienen sollst, indem du ihn gedenkst mit seinen schönsten Namen und dass du dich, ja, dass du Zeit gibst für deinen Schöpfer, dass du ihn anbetest. Als nächsten Vers brachte er فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى Derjenige, der etwas Gutes tut, auch wenn es in der Größe eines Atoms ist, so wird er es sehen. Ja, das heißt, es ist auch eine Motivation, Gutes zu tun. Ja? Und er brachte noch einen Vers, wo er sagte, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَعَظَمَ أَجْرًا Und das, was ihr vorausschickt an guten Taten, für euch selbst vorausschickt, das werdet ihr bei eurem Herrn wiederfinden. Und das ist wahrlich khayran wa a'zam ajra. Das ist wahrlich besser und gewaltiger in der Belohnung. Und er brachte dann als letzten Vers hier in seinem Buch wa ma tunfiqu min khayrin fa inna Allah bi'alim. Und egal was ihr spendet, ihr werdet es wiederfinden bei eurem Herrn, beziehungsweise hier in dem Vers wa ma tunfiqu min khayrin fa inna Allah bi'alim. Egal was ihr spendet, Allah Azza wa Jal weiß es wohl. Ja, ich weiß nicht, warum es rauscht. Ist es nur auf Facebook oder auch auf Instagram? Allahu a'lam. Und dann sagt er, وَالْآيَاتْ فِي الْبَابِ كَثِيرًا مَعْلُومًا Und in diesem Kapitel gibt es sehr, sehr viele Verse darüber, über dieses Thema, das Thema Al-Mujahada, sich anstrengen für Allah subhanahu wa ta'ala, sich aufzuopfern, sich zu bemühen, sich aufzu,
sich zu bemühen, beziehungsweise sich abmühen für Allah subhanahu wa ta'ala. Es gibt sehr, sehr viele Verse, die zeigen, wo Allah subhanahu wa ta'ala uns zeigt, dass er uns motiviert, ja, motiviert, Gutes zu tun. Und dann brachte er hier Hadithe natürlich als Beweise. Und wir werden inshallah nur ein paar Beweise, nur ein paar Hadithe heute inshallah behandeln und werden inshallah dann eine Fortsetzung haben, vielleicht morgen oder in den kommenden Tagen, bi'idhni Allah azza wa jalla. Als erstes brachte er den Hadith al-awwal an Abi Hurairah radiallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, inna Allah ta'ala qala, من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري. In diesem wunderschönen Hadith Qudusi sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, derjenige, der einen meiner Awliya al-Adha macht, ihn belästigt, ihn bekämpft, derjenige, der einen meiner Awliya, einer meiner Nahestehenden, einen Gottesfürchtigen, ja, einen Gelehrten, einen Mujahid, eine Person Schmerz zufügt, bekämpft, stört, ja, Al-Adha ist irgendetwas, alles was negativ ist, was dich treffen kann, ja, jemand zu belästigen. Den erkläre ich, Allah subhanahu wa ta'ala erklärt dieser Person den Krieg. فَقَدْ أَذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ. Ich habe dieser Person Krieg erklärt. Ja? Das ist die Menschen oder die Leute, egal wer es ist, Muslim oder nicht Muslim, Frau oder Mann, gut oder böse, egal wer einem gläubigen Diener, der die Stufe hat, dass er von den Awliya von Allah, zu den Awliya von Allah gehört, die nahestehenden, ja, diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala nahestehen, wie zum Beispiel die Gelehrten, wie zum Beispiel die gottesfürchtigen, rechtschaffenen Diener Allah subhanahu wa ta'ala, wie die Mujahideen beispielsweise. Derjenige, der einem meiner nahegestellten, besonderen Diener belästigt, Schaden zufügt, ich erkläre ihm den Krieg. Ja? Und hier kann man sehen, liebe Geschwister, barakallahu fikum, hier kann man, von diesem Hadith kann man aus erkennen, dass, ja, hieraus kann man erkennen, dass derjenige, der bestimmte Taten macht, eine Stufe erreichen kann, dass er zu den Awliya gehört. Ja, dass er diese Wilaya bekommt. Dass er ein Wali von Allah sein kann. Wenn er nicht nur seine die fünf Säulen des Islams praktiziert, weil wenn man die fünf Säulen des Islams praktiziert, ist man Muslim. Ja. Aber es gibt Stufen im Glauben. Das ist ja das Mindeste. Das Mindeste ist, dass du Muslim bist. Und das bist du, indem du die fünf Säulen, mehr oder weniger, indem du die fünf Säulen des Islam praktizierst, bist du Muslim. Aber der Islam, zum Islam gehört der Charakter. Zum Islam gehört vieles, ja, was im Herzen stattfindet, was deine Taten sind, was dein Glaube, deine Glaubenslehre angeht, was dein Charakter ist zwischen dir und deiner Familie, zwischen dir und den anderen Menschen und so weiter und so fort. Und dann gibt es natürlich Stufen, die man steigen kann mit seinem Glauben, mit seinem Iman, wenn man die Religion praktiziert und mehr praktiziert und tiefgründiger lernt und umsetzt und sich abmüht für die Religion. Ja? Deswegen sagten manche der Salaf, manche der Großschulen, Rechtsschulgelehrten, dass wenn die Gelehrten nicht die Awliya von Allah sind, dann hat Allah gar keine Awliya. Ja? Oder wer sollte sonst der Wali von Allah sein? Ja? Und deswegen, wir erreichen diese Stufen mit dem Wissen und mit Taten. Ja? Und mit dem Wissen und dem Wissen, dass sie umsetzen und das Wissen, was sie umsetzen in Taten, damit mit mehr Taten, nicht nur die Säulen des Islams, sondern nochmal tiefer zu gehen, tiefgründiger reinzugehen und die
den Islam richtiger oder besser noch auszuleben, ja, mit größerem Ikhlas, mit größerer Muraqaba, dass du weißt, dass Allah dich sieht, etc. Diese ganzen Sachen, sodass man steigen kann. So wie der Hadith von Jibril a.s. uns beigebracht hat, ja, der Hadith von Jibril uns beigebracht hat, dass Jibril a.s. Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefragt hat, was ist der, berichte mir über den Islam und dann über den Iman und dann über den Ihsan. Das sind die Stufen. Das heißt, du bist normal, wenn du die fünf Säulen des Islams praktizierst, dann bist du ein Muslim. Das ist das Minimum. Aber wenn du noch mehr praktizierst, noch mehr Wissen dir aneignest und das auslebst und deinen Charakter verbesserst, kannst du steigen, dass du nicht mehr ein Muslim bist, sondern du bist ein Muslim und noch zusätzlich bist du ein Mu'min, ein Gläubiger. Und deswegen darf man auch als Muslim nicht einfach sagen, ich bin ein Mu'min, weil das ist ein Selbstlob. Ja? Wenn du sagst, ich bin ein Mu'min, das ist so, als würdest du sagen, ich bin etwas, ich habe eine Stufe im Islam erreicht. Wer hat dir das bestätigt? Woher weißt du das? Deswegen darf man nur sagen, wenn man sagt Mu'min, muss man sagen, Insha'Allah. Ja? Ich kann sagen, ich bin Muslim, 100%, ich bin Muslim. Ja? Aber ich kann nicht einfach sagen, ich bin Mu'min oder ich bin ein Muhsin. Das kann man nicht sagen. Das ist ein Selbstlob, was nicht erlaubt ist im Islam, so wie Allah sagt im Koran. Ja? Allah hat das verboten, dass man das sagt. Ich glaube in Surat, wenn ich mich irre, in Surat al-Hujurat. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يعني in diesem Vers sagt Allah subhanahu wa ta'ala, die Araber haben gesagt, damals zur Zeit des Propheten haben die gesagt, wir sind Gläubige, wir sind Mu'minin. Allah hat zu ihnen gesagt, nein, sagt nicht. Ja? Sagt nicht, wir sind Gläubige. Das ist ein Selbstlob. ولكن قولوا أسلمنا. Wir sind Muslime geworden. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Bis der Iman in euren Herzen sich festigt. Und deswegen, das ist eine Stufe, die man erreichen kann durch mehr Wissen, mehr Ikhlas, mehr Aufrichtigkeit, mehr besseren Charakter etc. Und man kann auch weiter steigen und dann die nächste Stufe zum Beispiel den Ihsan zu erreichen. Ja, dass man den Ihsan erreicht. Und das ist noch eine höhere Stufe als der Iman. Deswegen, man kann Muslim sein, aber man halt, das heißt schon noch lange nicht, dass man ein Mu'min oder ein Muhsin ist. Und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam weiter in diesem Hadith, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, also erstens, ja, derjenige, der einen meiner Nahestehenden belästigt, bekämpft, dem habe ich, Allah subhanahu wa ta'ala, dem habe ich Krieg erklärt. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, وَلَا يَزَالُ الْعَبْدِ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ Und dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Und mein Diener kann mir nicht näher kommen mit einer Sache, die ich mehr liebe, als das, was ich ihm auferlegt habe. Das, was Pflicht ist. Das, was Pflicht ist. Deswegen ist es sehr, sehr, sehr wichtig, dass man versucht, an allererster Stelle und absolute Priorität die Pflichten zu erfüllen. Die Pflichten zu erfüllen. Und wir sehen manchmal, leider zum Beispiel bei den hanefitischen Moscheen, das sehe ich zum Beispiel auch täglich, ja, dass Leute in die Moschee kommen. Der kommt zu spät, die Jama'a, man betet schon das Pflichtgebet, zum Beispiel Salat al-Fajr, und der kommt zu spät. Was macht er? Er hat sein Sunna-Gebet noch nicht gebetet. Er geht einfach Sunna beten. Er fängt an Sunna zu beten, obwohl die Jama'a alle das Pflichtgebet betet. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, ja, dass man nicht, dass es kein Gebet gibt, wenn das Pflichtgebet angefangen hat, dann gibt es kein anderes Gebet. Man darf nicht ein anderes Gebet beten. Ja? Weil dann ruft die Pflicht. Aber was machen manche? Die fangen dann an, Sunna zu beten. Und vielleicht verpassen die das Pflichtgebet, subhanallah, wegen einer wichtigen Sunna. Ja? Subhanallah. Aber diese Priorität darf man nicht setzen. Ja? Pflicht hat die absolute Priorität. Und das, egal ob es das Gebet ist oder das Fasten ist oder auch zum Beispiel deine Eltern. Wenn deine Eltern dich rufen, deine Eltern dich brauchen und sie dich rufen und es ist ihnen gegenüber verpflichtend, ja, verpflichtend, ihnen zu antworten, ihnen zu helfen, wenn sie Hilfe brauchen. Und das kommt im Islam vor, den freiwilligen Gebeten. Du willst jetzt freiwillig beten, aber deine Mutter ruft dich, deine Mutter braucht dich oder dein Vater. Ja, dann ist in dem Augenblick deiner Mutter zu helfen, vielleicht in der Küche, bei Allah subhanahu wa ta'ala, viel, viel
wichtiger, als gerade Koran zu lesen, freiwillig oder freiwillig ein paar Sünnergebete zu verrichten. Warum? Weil ihr der Mutter zu gehorchen ist Pflicht, ein Sünnergebet zu beten ist freiwillig. Ja? Und dieser Hadith hier, liebe Geschwister, zeigt uns diese Prioritäten. Ja, im Hadith steht, Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, es gibt nichts, womit mein Diener mir näher kommen kann, was ich noch mehr liebe, mir näher kommen kann, als mit dem, was ich ihm auferlegt habe, verpflichtet habe. Das ist Nummer eins. Die Pflicht kommt immer als allererstes. Man muss erstmal die Pflichten erfüllen. Es gibt viele Leute, die wir sehen, die im Ramadan Tarawih beten. Sie beten das Tarawih-Gebet, aber sie beten die fünf Gebete nicht. Ein Pflichtgebet, ein einziges Pflichtgebet ist besser als alle Tarawih, die du in deinem Leben beten kannst. Warum? Weil das ein Pflichtgebet ist. Allah hat dir das auferlegt. Du musst das machen. Du hast keine Wahl darin. Und wenn du es nicht tust, hast du dir selber Unrecht getan und du hast Unrecht getan deinem Schöpfer gegenüber, der dich erschaffen hat. Ein Pflichtgebet, ein Jumu'ah-Gebet ist besser als alle Sunnah-Gebete, die du in deinem Leben beten kannst. Und genauso auch mit Ramadan. Ein Ramadan-Tag zu fasten ist besser als alle freiwilligen Tage, die man fasten kann im Leben. Auch wenn sie einen hohen Stellenwert haben. Aber das ist die Pflicht. Allah hat dich erschaffen und er hat das Recht dazu, dass du ihm dienst, wann er will, womit er will, wie er will. Und du hast keine Wahl darin. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ إِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِ. Und es ziemt sich nicht für einen Gläubigen, wenn Allah und sein Gesandter etwas entschieden haben, dass sie darin eine Wahl haben. Wenn Allah und sein Gesandter etwas entschieden haben, dann musst du das praktizieren. Ja? Du hast keine Wahl darin. Du kannst dir jetzt nicht aussuchen, was du machst. Und deswegen, liebe Geschwister, zeigt uns dieser Hadith diese Wichtigkeit, ja, seine Pflichten zu erfüllen im Islam, seine Pflichten zu erfüllen direkt zwischen dir und deinem Schöpfer, zwischen dir und deinen Eltern, zwischen dir und deinem Ehemann, deiner Ehefrau, deinen Kindern gegenüber, deinen Nachbarn gegenüber, deine Pflichten zu erfüllen, dir gegenüber deinem Chef, der dich bezahlt, etc. Die Pflichten zu erfüllen kommen als allererstes. Und die sind wichtiger als alle freiwilligen Taten. Ja? Aber wenn man diese erreicht hat, wenn man diese Pflichten erfüllt hat, wenn man seine Pflichten gemacht hat, und man kann Allah mit keiner Sache näher kommen, als mit den Pflichten, so wie der Hadith uns hier, wie Allah subhanahu wa ta'ala es in diesem authentischen Hadith sagt. Ja? Es gibt nichts, was mir lieber ist, was mein Diener machen kann, womit er mir näher kommen kann, als das, was ich ihm auferlegt habe, als Pflicht. Und dann sagt er, Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبُّهُ حَتَّى أُحِبَّهُ. Und dann macht mein Diener weiter mit guten Taten, mit freiwilligen guten Taten, وَلَا يَزَالُ, immer weiter mit freiwilligen guten Taten, bis was passiert? Bis ich ihn liebe. Bis ich ihn liebe. Ja, das heißt, es gibt nichts, womit du Allah näher kommen kannst, als mit den Pflichten. Wer aber darüber hinaus noch mehr macht, das heißt nicht nur die Pflichten, die Faraid, die Wajibat, sondern darüber hinaus fängt er noch an, freiwillig zu fasten, freiwillig zu spenden, freiwillig zu fasten, freiwillig zu beschenken, freiwillig Kranke zu besuchen, freiwillige Taten zu machen. Bis was passiert? Er hat die Pflichten schon gemacht und er macht noch weiter freiwillige Sachen, bis Allah ihn liebt. Ja, khalas. Und wenn Allah dich liebt, was passiert? فَإِذَا أَحْبَبْتُ, und wenn ich ihn liebe, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, فَكُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ, dann bin ich seine Augen, durch die er sieht. Und seine Hände, durch die er packt oder berührt. Und seine Füße, mit denen er läuft. وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأَعْطَيْتُ, und wenn er mich fragt, wenn er Dua macht, ich gebe ihm, ich werde seine Bittgebete erhören. Und wenn er mich bei mir Zuflucht sucht, so werde ich ihm Zuflucht gewähren. Subhanallah. Das heißt, khalas, es ist finish. Ja? Ein sehr, sehr schöner Hadith, subhanallah, mit sehr, sehr viel Bedeutung. Man kann eigentlich einen ganzen Vortrag, ein Buch über diesen
diesen wunderschönen Hadith al-Qudusi schreiben. Hadith authentisch überliefert bei al-Bukhari. Aber ich möchte inshallah schnell weitermachen, damit wir wenigstens vielleicht 3 Hadithe heute schaffen von diesem Kapitel und versuchen inshallah beim nächsten Vortrag dann dieses Kapitel inshallah dann zu beenden. Der zweite Hadith, liebe Geschwister, in diesem Kapitel ist der Hadith von Anas radiallahu anhu an den Nabi sallallahu alaihi wa sallam فيما يرويه عن ربه عز وجل قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا رواه البخاري. In diesem wunderschönen Hadith, liebe Geschwister, hier, und es ist ebenfalls ein authentischer Hadith bei Bukhari überliefert von Anas ibn Malik radiallahu anhu und ebenfalls ein Hadith Qudusi. In diesem Hadith sagt Allah sagte Muhammad sallam, dass Allah azza wa jall sagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wenn mein Diener mir näher kommt, shibran, eine Handbreite, taqarrabtu ilayhi dhira'an, dann komme ich ihm eine Elle entgegen. Und wenn er eine Elle zu mir kommt, ja, وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَرَقَبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَإِذَا أَتَانِ يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا. Ja? Und wenn er zu mir kommt, diese Ellenlänge, komme ich ihm entgegen, بَاعًا. Und wenn er zu mir kommt, gehend, يعني يمشي ist, المشي ist das normale Laufen. Ja? Amin und euch, barakallahu fikum. Wenn er zu mir kommt laufend, taqarrabtu ilayhi harwalan. Wenn er zu mir laufend kommt, also normale Laufschritte, taqarrabtu ilayhi harwalan. Harwalan ist rennen. Dann komme ich ihm rennend entgegen. Subhanallah. Und das, liebe Geschwister, ist auch wieder ein Hadith, ein wunderschöner Hadith, der uns zeigt, dass wenn der Diener anfängt, wenn der Diener anfängt, Gutes zu tun, wenn der Diener anfängt zu lernen, wenn der Diener anfängt, Taten zu machen, wenn der Diener anfängt, Tauba zu machen, wenn du zu Allah einen Schritt machst, Allah kommt dir noch viel mehr entgegen. Und Allah macht dir seine Türen auf. Und Allah macht dir sozusagen seine Arme auf, sozusagen. Ja? Indem er dir entgegenkommt, noch mehr entgegenkommt. Dass er dir noch mehr die Türen öffnet zu den guten Taten. Warum? Weil er sieht von dir Gutes. Allah subhanahu wa ta'ala hat damals, zur Zeit des Propheten Muhammad sallam, so wie es in der 8. Surah Al-Anfal, die Beute, geschrieben steht, Allah subhanahu wa ta'ala hat zu den Mushrikin, zu den Götzendienern gesprochen. Und er sagte, وَإِنْ يَرَى اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا. Und wenn Allah in euren Herzen Gutes sieht, dann wird er euch Gutes sehen. Wenn Allah sieht, dass du aufrichtig bist, wenn Allah sieht, dass du rechtschaffen, dass du das Gute willst, dass du Allah willst, dass du das Paradies willst, dass du wirklich Taube machen willst, dass du zurück zu Allah kommen willst, Allah wird dich dann nicht im Stich lassen. Allah wird dir entgegenkommen. Ja? Harwalan bedeutet ja nicht, also nicht normal gehen, sondern schnelleres Laufen. Ja? Schneller, wie vielleicht im auf jeden Fall nicht normales Gehen, sondern Harwal, to Harwil. Das ist das gleiche, wie man, wenn man zum Beispiel in Mekka ist, wenn man die Pilgerfahrt macht. Und wenn man bei Safa und Marwa die 7 Male runterläuft, da gibt es, glaube ich, an 2 Stellen gibt es so grüne Lichter. Also, Allahu A'lam, ich war schon leider viele Jahre nicht mehr in Mekka. Ja? Da gibt es so 2 Stellen, wo Lampen sind. Da ist unsere Mutter Hajar, die Mutter von Ismail alayhi salam, als sie hin und her gelaufen ist, zwischen dieser Stelle ist sie mit schnelleren Schritten gelaufen. Ja? Das nennt man Tuharwin. Ja? So leichtes Rennen ist das vielleicht. Ja? Weil das war ja nicht Allah, vielleicht war da eine Neigung. Ja? Vielleicht ist sie deswegen dann in diesen paar Metern ein bisschen schneller gelaufen. Und das nennt man Harwal. Ist auf jeden Fall, wenn du zu Allah normal gehst, Allah kommt dir schneller, ja, sozusagen laufend entgegen, rennend entgegen. Aber was, inwiefern das, welche Schnelligkeit das bedeutet, ganz genau weiß ich es nicht.
Ja? Das ist aber auf jeden Fall eine schnellere Art zu laufen, damit gemeint. وَإِذَا أَتَانِ يَمْشِي أَتَيْتُ هَرْوَلَ. Und deswegen, liebe Geschwister, dieser Hadith ist auch wieder ein Hadith, der uns zeigt, diese Mujahada, die man macht, wenn man sich abmüht für Allah, wenn Allah sieht, dass du Tauber machen willst. Wie der Hadith von dem Mann, der 99 Seelen getötet hat. Ja? Aber er wollte gerade Tauber machen. Er wollte gerade weggehen von diesem Ort, wo er diese Sünden gemacht hat und dann sozusagen am Ende noch mit dem Mönch, mit dem Wissen, den er gefragt hat, 100 Menschen getötet hat, ein Massenmörder. Ja? Aber weil Allah gesehen hat, dass er wirklich auf der Suche war nach der Tauba, auf der Suche war nach zurückzukommen zu Allah subhanahu wa ta'ala, deswegen hat Allah also ihm das gewährt, dass ihm dann seine Seele genommen wurde von den Engeln der Barmherzigkeit. Warum? Weil Allah sieht, dass du es ernst meinst. Allah weiß was. Allah weiß, was hier drin ist, was in der Brust ist. Ja, was im Herzen drin ist. Und deswegen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala das sieht, dass du wirklich Tauba machen willst. Ja, Leute, die zum Beispiel abhängig sind von Drogen, von Rauchen, von anderen Sachen. Ja, wenn Allah wirklich sieht, dass man es ernst meint, dass man es versucht. Es gibt Leute, die rauchen, ja, oder machen oder nehmen Drogen oder so, aber die versuchen gar nicht, ja, die versuchen gar nicht aufzuhören. Er weiß, ja, okay, schlecht, ich weiß, es ist schlecht, aber was soll ich machen? Ist anders, als wenn einer, ja, oder eine zum Beispiel, er hört auf zu rauchen, aber warum? Weil der Arzt hat ihm gesagt, wenn du weiter raus, wirst du sterben. Ja, deine Lunge ist so oder Krebs oder keine Ahnung was. Ist ein anderes Aufhören. Ja? Wenn du Angst hast vor dem Tod, Angst vor Krankheit, Angst vor Armut, als wenn du es machst für Allah subhanahu wa ta'ala. Und am besten, nee, ist es egal wie, es ist definitiv gut, damit aufzuhören. Egal, auch wenn es nicht für, in dem Sinne, wenn es nicht für Allah wäre, ist es zumindest, ja, tötest du dich nicht selbst durch diese Drogen oder was auch immer man macht. Aber, ja, aber es ist ein Riesenunterschied, ob man aufhört, wegen der Gesundheit, wegen Angst vor dem Tod, wegen Geld oder weil man aufhört für Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, liebe Geschwister, zeigen uns diese Hadithe, dass diese Mujahada, dass es eine sehr, sehr wichtige Sache ist, dass man versucht, Schritte zu machen. Ja, derjenige, der lernen will, derjenige, der Koran lernen will, auswendig lernen will oder verstehen will, Arabisch lernt, um die Sprache zu verstehen, etc. Jemand, der versucht, nach Wissen zu streben, um Wissen zu haben, oder für Allah subhanahu wa ta'ala zu Allah zu rufen oder um die Religion besser zu verstehen und zu praktizieren, etc. Wir machen inshallah einen zweiten und den dritten und letzten Hadith inshallah. Al-Hadith al-Thalith an Ibn Abbas radiyallahu anhu قال Rasulullah صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواه مسلم. بارك الله فيكم. In diesem Hadith, liebe Geschwister, sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni'matan, es gibt zwei ni'ma, ja, das ist diese Dualform, ja, der Pluralform, die Dualform, die es im Arabischen gibt, ni'matan, mit diesem Alif, zwei Ni'ma sozusagen, ja? Ni'matan, zwei Ni'ma, zwei Gnaden. Viele Leute sind maghbun und fihima kathirun minan nas. Viele Leute schätzen oder wertschätzen zwei Gnaden von Allah nicht. As-sihhatu wal-faraq. Nummer eins ist as-sihha, die Gesundheit. Ja, die Gesundheit. Die Leute wertschätzen diese Gnade nicht. Warum? Weil wenn du keine Sihha hast, wenn du keine Gesundheit hast, dann wie willst du Allah dienen? Wie willst du deinen Pflichten nachkommen? Und die Nummer zwei ist Al-Farah, Freizeit zu haben. Ja, Freizeit zu haben. Und diese zwei Sachen, liebe Geschwister, sind wirklich viele von uns, und ich glaube, da kann sich kaum jemand freisprechen, wie viel wir unsere Zeit verschwenden, ja, mit Sachen, die weniger wichtig sind oder gar nicht wichtig sind, abgesehen von Sünden, einfach mit unwichtigen, dass man einfach seine Zeit verschwendet. Und das zeigt uns auch der andere Hadith, der wichtig ist, Khams, Qabla Khams, Yaghtanim Khams, Qabla Khams, ja, nutze 5 vor 5. Ja, und in diesen 5 vor 5, deine Gesundheit vor deine Krankheit. Eine von diesen Hadiths, was wir jetzt gerade auch genommen haben. Und ein anderer Punkt auch, und deine Freizeit, bevor du beschäftigt bist. Ja, deswegen viele Leute, die zum Beispiel viel Zeit haben, nutze diese Zeit. Du bist jung, du bist nicht verheiratet, du hast keine Kinder. Jetzt gerade kannst du lernen. Jetzt gerade kannst du auch wenn es nicht unbedingt für Akhira, ja, aber dass man ausnutzt
seine Zeit für Dunya oder für Achir, für nützliche Sachen, für der, seine Dunya oder für Achir. Aber derjenige, der es nicht richtig wertschätzt, der seine Zeit nicht wertschätzt, was wird er machen? Dann wird er mal seine Zeit verschwenden. Und die Zeit, die vergangen ist, ist vergangen. Und die kann man nicht zurückholen. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass man diese zwei Gnaden von Allah wertschätzt, und zwar die Zeit, die man hat, die Freizeit, die man hat. Weil mit dieser Freizeit kann man dem Paradies näher kommen. Man kann nützlich sein in der Dunya, man kann Sachen lernen, man kann arbeiten, man kann Geld verdienen, man kann sich gesund machen mit Sport, mit anderen Dingen, man kann anderen Menschen helfen, man kann vieles machen mit seiner Zeit. Ja? Man kann lernen, man kann praktizieren, die Religion lernen, gute Taten machen, etc. Aber wenn man es nicht richtig wertschätzt, dann wird das, ist das eine verlorene Zeit, die nie wieder zurückkommt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns das richtige Verständnis geben, und genauso auch mit der Gesundheit, weil wenn man gesund ist und man es nicht ausnutzt, dann kann es sein, dass einen dann die andere Zeit trifft, die Zeit, in der man krank ist und dann man vielleicht eine Sache machen will. Man will fasten, aber man kann nicht fasten. Man will Hajj machen, aber du kannst keine Hajj mehr machen. Ja? Oder man will keine Sajda machen, aber man kann nur noch auf dem Stuhl beten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns das richtige Verständnis geben. Inshallah machen wir dann die Fortsetzung bei diesem Kapitel, bevor wir dann inshallah zum nächsten Kapitel gehen. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, subhanakallahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, und assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, gute Nacht.